Glückwunsch. Ah, Glückwunsch, Level 3, okay. Ist super gemacht. So, komm. Steh mal auf, Süßer. Die Frauen sind mir unheimlich. Have you heard about the witch? They say she's behind all these deaths. Didn't hear, didn't care. They say she can't die. Oh, look at her. They say she doesn't age either. Oh, boy, I'm jealous. Yep, old age is gonna suck. Huh? Oh, you know, arthritis and all that. Nice. I heard that dealer died in the mysterious deaths lately. And that's why you're scared too? Super. Ach, ist aber schon dieser der eine reiche Typ da, der da sitzt, oder? Kann ich mich auch hier hinsetzen? Trinkt das was? This lovely couple is Daniel and Anna. Huh? Vince? Vincent Brooks? What? Do I know you? It's me, Daniel. We went to elementary school together. Oh, What? You don't remember me? Oh, so you're Vincent. You're different from what I imagined. Don't say that. You see, Vincent, I'm different from back then. I'm not the one tagging along. Now I'm the leader. I'm the heir to a successful business. Mm. A business heir, huh? Because of that. Wait, I heard your voice somewhere. Was it yesterday? Oh Gott, das ist, glaube ich, wirklich das eine Schaf, das uns Geld anbieten wollte. Ich sage einfach mal, ich glaube auch. Maybe I had some premonition of our meeting today. Anyway, I can't believe you don't remember me, man. I'm sorry. Oh. You got mail. Eine Mail? Oh, wenn ich das schon höre, kriege ich schlechte Laune. Bist du immer noch im streunenden Schaf? Bist du da zurzeit nicht jede Nacht? Ich dachte, du hättest heute einen nervösen Magen. Warum trinkst du schon wieder? Bitte pass auf dich auf. Du lebst nicht mehr nur für dich. Oh Gott. Oh. Sorry. Ich trinke nicht. Ich tue, was mir gefällt. Ja, sorry. Aber es ist auch wichtig, dass ich meine Freunde sehe. Kann ich mich nicht mehr... Ja, nett sein. Hör auf, immer das Schlimmste für mir zu denken. Was ist los? Ist etwas nicht in Ordnung? Warte, warte, warte. Nein, noch nicht. Kann ich auch was anderes schreiben? Nee, ich kann nur das schreiben. Ja, komm. Oh Gott. You seem tired. Please relax in this salubrious bar. Well, how did it go with your girlfriend? I happen to overhear your conversation from here. You mean how did it go? Nothing happened. Nothing yet, at least. Marriage, all in all, is a cowardly method that tries to subdue love through torture. To steal a saying from a certain someone. Well, if you ask me, the trick to a long-lasting marriage is, frankly, to spend as little time together as possible. Das glaube ich auch. Time will slowly pass each time you sit and talk to people. Have fun with the other bar patrons. Over time, the people and the conversation topics will change. Oh, cool. You can go home at any time from the door in the front. Das ist interessant. Quasi ein Bar-Simulator. Oh Gott, das ist jetzt die andere Catherine. Und sie hat... Ist aber nicht derselbe Absender wie von hier. Wie geht es dir? Noch auf Arbeit? Schon fertig? Oh Gott. Ja, ich bin fertig. Schluss für heute, würde ich sagen. Sorry, ich bin noch auf Arbeit. Schluss für heute, würde ich sagen. Naja, besser ist. Was möchtest du? Ich kann dich heute nicht treffen, ich hab zu tun. Ja, was möchtest du?
muss da ganz dringend raus aus der Sache. Das ist unglaublich. Watch. This is a late-breaking update in the recent spate of mysterious weakening deaths. Another young male victim has been discovered. Ronald Clay, age 32, was found dead today. He's the same age as me. That concludes our coverage on this story. After a commercial break, we'll bring you the weather. Plus, any additional updates to our top story. So. Ach du Schande. Mit wem reden wir mal jetzt? Mann mit Brille. A legend, huh? If it's true. This customer is a journalist. He seems to be obsessing over a certain legend lately. A legend? I was originally looking into these suspicious deaths that have been happening lately. I'm Justin, by the way. Have I met you somewhere before? Mag sein. I wonder. I see. Excuse me. Where were we? Oh yeah, the legend. Anyway, in my research, I found records indicating that similar cases occurred in 100-year cycles. Many men died last time as well. It's the truth. Wow. Every 100 years, huh? I found a strange variation on this legend going around too. Hmm? There's a man who survives it. Survives the dreams? Very, very rarely. There's a man who is cursed but doesn't die. Isn't that interesting? It's said that the survivor is granted one wish. If he wished for eternal youth, he might still be around. It's like a magic lamp. Well, if this is what you're coming up with, you have a wish in mind for yourself? To live forever? Not too typical? Me? I'd wish for something different. Like what? I may wish to change the past. Make someone kill me. You'd wish for that? Whoa. Okay. Es klang gerade so, als ob jemand Neues rein ist. Ich steh mal auf. Oh, jetzt ist da auch ein Polizist. Was haben wir hier noch so? Die Damen sind weg. Okay, der Polizist ist mal reingekommen. Zu dem setze ich mich auch mal. Huh? You gonna bother a cop on his break? Ja. You wanna ask me about that incident? I'm not gonna be much help, but it's men around your age who are dying, so be really careful. You don't seem too interested. Eh, no evidence has come up yet, and I'm on another case. Gotcha. I'm Morgan. If I find anything out about this incident, I'll tell you. So don't worry about the strange rumors. Well, I don't really care about the rumors. I got mail! Es tut mir leid. Tut mir leid. Vielleicht war ich etwas zu streng. Ich meine, ich habe dich mit Mutterschaftsurlaub und Geld belastet. Aber das ist wichtig. Also vergiss das nicht, okay? Ah, es klingt sogar ein bisschen ein. Ah, das ist echt schwer. Richtig schwer. Tut mir auch leid. Ja, es tut dir auch leid. Ich war nur etwas verwirrt. Du musst dich nicht entschuldigen. Ja, komm. Muss ich mich entschuldigen, weil irgendwo kann ich es verstehen. Es ist... Ich werde auf jeden Fall darüber nachdenken. Sei besser drauf, okay? Ja, er muss nachdenken. Ich meine, sie weiß überhaupt nichts. Sie weiß überhaupt nichts. Und sie ist vielleicht schwanger. Und sie will eigentlich jetzt auch ein Nest bauen. Und er macht das totale Pokerface. Und sie weiß nicht, was los ist. Er hat irgendwie auch nicht den Mut, Nein zu sagen. Es ist so verdammt schwer. Bye. Na dann, gute Nacht. Senden. Ja. Boah, ey, ich hab voll das gute Karma. Ich bin viel zu nett. Aber irgendwie tendiere ich auch zu ihr. Auch wenn sie so einengend ist, aber... Annehmen. Eigentlich nicht. No, I wasn't. I'm sorry, it's just... I didn't know what to say. Yeah, I know. I think I was being too harsh on you, too. And then I got twisted up over it and called you. It's okay, really. Alright. That's all. Bye. Oh, God.
Gott, da steht ja der arme Mann in der Ecke. Oh, ich weiß nicht, ob ich Vincent hassen oder bemitleiden soll. Oh Gott. Sind jetzt hier noch ein paar neue? Nee. Es ist nicht mehr wirklich viel passiert, aber ich werde noch ein bisschen was trinken. Schon allein aus dem Grund. Okay, das ist weg. You know, Chief doesn't talk about his girlfriend, does he? He did say that he didn't plan to marry her, huh? He's so perfect at his job, I just kind of assumed that he was the same way in private. In school, he never dated girls that he wasn't fully committed to. All the girls said he was just too defensive. Ask him about it, Toby. Aw, come on, that's not fair. Okay. Komm, da trinken wir jetzt noch ein bisschen was. Damit ich es dann leicht habe. I know this is sudden, but here's some trivia for you, as you seem to have. There are a lot of cocktails with the name Fizz in them. But do you know where this came from? Nein. Fizz-type cocktails are a distilled drink, plus lemon, plus sugar and soda water. Okay. Fizz refers to the sound the soda makes. They're all sweet, so even lightweights can wash them down like juice. And that was the cocktail trivia for tonight. Ich mag keine Kohlensäure, daher. You ready? Yo, Erica, I got an order. New order. Ja, You want another drink? Nehmen wir mal. Immer noch mal Bier, komm. Ich bin selber nicht so der Kohlensäure-Freund, deswegen. You got it. Haben jetzt alle Bier genommen? Here's your drink. Sorry, but we're gonna be closing soon. I need you to listen carefully. When a girl tells her lover she's pregnant, her heart is full of anxiety. I know. Catherine has to be worried. You have to call her. I said I know. You've been getting preachy lately. Oh, Gott, ist das heftig. Komm, trink. Mal gucken. She's pregnant. That really means marriage, huh? Oh Gott, wenn sie wirklich schwanger ist. Ich hoffe, sie ist es nicht, aber... Ist jetzt noch jemand dazugekommen? Sieht nicht aus. Oh, hier oben sind noch Sitzplätze. Ich glaube, da sitzt aber auch niemand. Ja, okay, es ist generell recht leer. Ich trinke noch schnell mein Bier aus und dann gehe ich auch nach Hause. Schluck, schluck, schluck. It'll hurt her if she finds out that I was cheating. Oh ja, das wird sie extrem verletzen. Sofern sie gerade voll. I know this is sudden, but here's some trivia about beer. Now that you've emptied it, it's said that glass shape and pour style has much to do with how much foam you get. But there is another factor. It's the cleanliness of the glass. Even a tiny bit of oil or dust will affect the beer's surface tension, making it less foamy. This means that it's not a good thing to wipe a wet beer glass with a dry cloth. Rinse the glass with hot water and turn it over to let it air dry. Please try this out. That's the beer trivia for tonight. Danke. Danke, danke. Tea already? You still want a drink? Oh nee, der ist schon ganz rot im Gesicht. Genug. No, I'm cool. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Komm. Geh nach Hause. Go home, you're drunk. Oh. Bam. Go out. You taking off now? You don't look so good. Maybe you should get someone to prop you up. Good. Danke, nicht nötig. I'm fine. I'm just going home to drink there. There are some things that you shouldn't run from. But there are also things that you should forget. Thanks, Erica. You take care of yourself too, Erica. Don't work so hard, okay? We're not as young as we used to be. Hey! Hey, hey, I was just joking. Just joking. Catch you later. Oh, yeah.